Man sind jetzt die ganze Let's Play Song of Horror mit der Erika. Ivy. Morgen kommt mein neuer Controller an. Yay. Vielleicht kriege ich dann auch alles besser hin. Wobei ich immer noch keine Ahnung habe, was genau ich bei der Mumie eigentlich machen soll. Ja, Left Trigger und Right Trigger. Das soll ich schon verstehen, dass ich die gedrückt halten muss. Aber oder abdrücken muss. Aber ja, das war's auch schon. Wo bin ich denn? Ich bin da unten. Das eine Zimmer war verschlossen, es bleibt wahrscheinlich auch verschlossen. Was verschlossen ist, bleibt verschlossen. Aha. Ich habe das Schloss was? Achso, ich hab's geöffnet. Oder so. Shortcut. Ja, nice. Da möchte ich aber nicht hin. Da ist ein Fragezeichen. Ich glaube, da wo das Klo ist, müsste ich hin, weil da sind ja ganz viele abgeschlossene Räumchen. Das heißt, ich gehe hier einfach durch. Die kann ich dann hoffentlich jetzt erfüllend öffnen. Natürlich habe ich wieder das Ding hier übersehen. Ja, die Treppe. Erika, renn mal ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Sultan! Das Gate. Hat das Schiff schon angeguckt? Der Deutsche, der uns dieses Holzschiff verkauft hat, ist über 80 Jahre alt. Ich frage mich, wie viel wir noch dafür verkaufen können. Sag, es gehört zum Nazi-Schatz, dann. Boah, da kriegst du ein paar Penunsen für. Das können wir mal glauben. Uff, da möchte ich nicht hin. Aber ich habe hier schon die Mumie begegnet. Das wird nicht besser. Da war die Gitarre. Tara, tara. Okay, ich muss durch die Säulen. Alter, da brauche ich keinen Kampf oder so stattfinden. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ist das der Gefangene von Azkaban? Oh nein! Okay, darf ich jetzt hier wieder? Da gehe ich nicht rein. Okay, das klingt nach Tod. Das heißt, ich muss in den einen Scheißraum, ne? Oder ich gehe in den Hof. Da sind ja auch noch Schlüsselchen. Wie kam ich denn in den Hof? Ich muss wieder zurückgehen, komplett. Oh. Scheiße, Alter, hier. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass die Lärm nicht mögen, die Viecher. Das Problem ist, ich mache immer Lärm. Ich bin kein leiser Mensch. Wenn ich irgendwo rumlaufe, ich stapfe da echt wie sie, als hätte ich, keine Ahnung, einmal eine Beine und immer. Ich habe nie gelernt, wie man wie eine Elfe grazil durch die Wege streitet. Das kann ich nicht. Mit welchen Videospielen auch nicht können. So, das war jetzt eine Tür. Geh ich da durch. Und dann gehe ich hier durch. Erika halt ein bisschen länger durch als die anderen Figuren. So, dann kann ich jetzt wieder hier durch. Oh, wie die Kackmumie ist hier wieder. Okay. Ich mag das Geräusch immer noch nicht. Gehe ich in die richtige Richtung? Ich glaube ja, oder? Ja. Genau. Ich glaube, ich habe 8 oder 9 Parts für die erste Episode gebraucht. Das heißt, ich kann davon ausgehen, Alter, dass ich mindestens noch mal 8 oder 9 Parts für den restlichen Scheiß brauche. Ich kann den Moped nehmen, mit dem Moped einfach hier durchbrettern. So, die Tür war ja, die war zu. Die waren beide zu. Boah, der packt mich jetzt gleich was, wenn ich übers Gitter laufe. Nein, gut. Kann ich jetzt theoretisch hier mit dem Schlüssel? Oder. Kann ich das hier benutzen? Warum nicht? Nope. Ah. Das ist natürlich ärgerlich. Diese Türe am Schuppen, da ist ein Schaloss dran. War ein Schlüsselsymbol. Schlüsselsymbol heißt wahrscheinlich, ich kann öffnen, ne? Und ich kann auf jeden Fall auch wieder hören. Mm-mm. Oder der passt einfach nicht, der Schlüssel. Das ist natürlich ganz grandios. Können wir nicht einmal rumgehen um Pudding?
Mülltonnen. Hä? Nein, die Mülltonne. Ja! Da kann ja höchstens eine Ratte drin sitzen und die uns die Hand abbeißt. Lel. Für den Soltan-Automaten? Oh ja, kann man mal machen, nicht? Bist du die Tür, die ich zu öffnen ersuche? Jawohl, hören wir erstmal. Das klingt safe. Das sieht aber hier nicht safe aus. Was ist das? Nachrichten für die Nachbarn im Block 2. Sie sehen ziemlich alt aus. Ja, wie der ganze Scheiß hier, Alter. Junge, wo ist denn der Vermieter, der die mal richtig anscheißt? Oder ist das just a German thing? Da komme ich anscheinend nicht durch. Schlüssel? Ist das meiner? Ja. Ah, verdammt. Nope. Ah, toll, Alter, wie groß ist denn der Scheiß hier? Geht das hier? Ah. Ich kann auch so komische Geräusche machen. Ah. Okay. Wahrscheinlich muss ich hier dann mein Haus suchen. Oder meine Wohnung. Bei diesem Regen kann man gar nichts erkennen. Ja, ist vielleicht auch besser so. Oh, leck mich am Mocker, Alter. Kauft euch doch mal einen Pott Farbe. Was ist denn das hier für ein echt schäbiges Treppenhaus? Block 2. Ah, ich glaube, ich hätte mir merken können. Welchem... Wie heißt denn das Dings, ich wohne? Weil ich ja Briefkasten und so hatte. Kann ich von vornherein einen Schlüssel benutzen? Ja, kann ich machen. Da brauche ich nicht mal vorher antickern. Wir machen das jetzt überall. Das C fällt fast ab, das hohe C. Ich muss niesen. Na, wollen wir mal rausgucken? Ah! Ah! Geil, ich glaube, ich habe mir voll in die Haare genießt. Das war auch lustig. War ich an der Kasse und ich muss niesen. Und ich mache das immer. Ich niese mir halt hier in die Kehle. Ja. Und dann guckt meine Kollegin, sag mal, deppst du? Ich so, nee, Alter, ich bin am Niesen. Und ich will ja halt niemanden in der Hand niesen oder ins Gesicht, ne? Weil unhygienisch ist fuck. Ja. Und das mache ich dann immer. Das sah ein bisschen aus, als würde ich dabben, Mann. Nope. Ich drehe mich halt weg. Ich weiß nicht, ich finde das höflich. Ich lülle auch keine Scheine an oder nehme Kleingeld in den Mund, wenn ich es irgendjemandem geben möchte oder irgendwelche Coupons. Das war ein kleiner Hieb, weil ich das ein bisschen eklig finde. Ich bin auch... Also ich meine, bei manchen Leuten sieht man nicht an, aber bei... Es gibt einigen Menschen, die kommen dreckig in den Laden, dreckig und extrem besoffen, dann nehme ich Geld mega ungern an. Die stinken auch wie Sau. Es ist, tut mir leid, das muss ich einfach so sagen. Und ich bin dann froh, wenn ich Desinfektionsmittel bei mir habe. Generell, Geld ist super dreckig. Scheißegal, von wem das kommt. Aber ich habe so das Gefühl, dass manche es wirklich drauf anlegen. Ey, komm, irgendwo... Was willst du mich verarschen, Alter? Nirgendwo passt dieser Kackschlüssel. Wohnen wir hier nicht, oder was? Das ist doch nicht dein Ernst. Warum bin ich denn hier reingegangen? Es hat sich immer richtig gelohnt, Erika. Komm, brich die Treppe zusammen. Will mich wieder irgendwas erschrecken. Nein, 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 nein. Also manchmal ist die Steuerung ein bisschen behindert. Und die Kameraführung auch. Ich hoffe, dass, ja. Dass sich das nur im Positiven ändert. Und ich hoffe, dass ich mit dem neuen Controller zurechtkomme. Und ich will dann ausprobieren, ob, was bist du, RB, ob das vielleicht meine Taste ist, wo ich halt Dokumente drin habe. Weil die funktioniert bei mir ja nicht und ich habe keinen Weg gefunden, wie ich auf Dokumente zurückgreifen kann. Anscheinend wohnen wir einfach in diesem Scheißloch hier nirgendwo. Wahrscheinlich doch, aber haben keinen passenden Schlüssel. Der liebe Erika, der ist ja jetzt umsonst hingelaufen. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob man auf... So wird man jetzt dann nicht, aber da ist die Tür zu. Da gab es ja diesen Kellergang. Ob ich darüber rein kann, aber dann weiß ich natürlich wieder nicht, ob diese dunkle Macht da haust. Das müssten wir herausfinden, weil das wäre natürlich ein bisschen
ironisch tricky, wenn wir andersherum reingehen, um dann reinzukommen. Do you know what I mean? Nein? Das ist auch nicht so schlimm. Boah, wehe, das bringt mich jetzt hier in den Tod. Kann ich hören? Komischerweise kann ich hier rein. Oh, bitte, bitte, bitte. Jetzt geht das auf einmal. Und da kann man auch vorher hören, das ist immer gut. Die Tür klingt safe. Wieso geht meine Pumpe? Ich mag das nicht, wenn mein Herz zum Klopfen ist. Die ich dann tape. Kann ich hier verdammte Safe Rooms haben, wo ich einfach mal sicher bin? I had another nightmare last night. I was lying in bed and I felt something staring at me from the corner of the bedroom. I knew that there was something there, something very real, but I didn't dare turn on the light because I didn't want to see whatever it was. Und du willst auch nicht, dass es dich sieht. Afraid of going mad if I did. Schau ich das Spiel dann weiter. Warum habe ich es beendet? Zum Beispiel weiß ich jetzt auch gar nicht, wie ich die Dinger wieder. Sag mal, wie verdammt groß ist denn dieses scheiß Anwesend? Haus. Wohnviertel. Ah. Okay. Ganz egal, was ich versuche. Okay. Nope. Okay. Habe ich hier. Notiz von Erika Färber, eine schriftliche Erinnerung von Erika Färber. Das sind wir doch selber, das wissen wir ja, ne? Vater, ich habe eine Kopie des Schlüssels für das Haus in der Vitrine im Ausstellungsraum chinesischen Puzzle aufbewahrt. Ich hätte ihn für dich im Laden zurückgelassen, aber ich traue dem Pförtner nicht, okay. Dazu sagt sie nichts von wegen. Oh, ich weiß, wie geht. Wahrscheinlich ist das eh zu. Ah. Ja, okay, wir brauchen den Schlüssel. Scheinen wir auch hier zu wohnen. Schleppt der Vater einfach so eine verdammte, drecksgefährliche, verfluchte Spieluhr an. Was fällt dem Penner auch ein, Mann? Das hätte hier so schön sein können. Manche hier sind auch nicht schön. Okay. Klingt gut. Rumpelkammer. Oh, da liegt wieder was. Brief von dem Hascher. Isaac, ich fürchte, es ist zu spät. Ich habe die Melodie gehört. Catherine und die Kinder auch, aber nur einmal. Es wird ihnen nichts passieren, oder? Spoiler doch. Also, ich war ja in deinem Haus. Die sind tot, würde ich sagen. Lieber Gott, diese Melodie. Etwas in meinem Kopf ist anders. Ich habe dadurch Dinge gesehen, die ich nicht verstehe. Dinge, die ich lieber nicht mehr sehen würde. Es tut mir so leid, Isaac, aber ich sehe mich gezwungen, dir die Spiele zurückzuschicken. Ich werde weiter nachforschen, aber ich will sie nicht in meiner Nähe haben. Ich muss an meine Familie denken. Bitte pass auf dich auf und vergib mir meinen Mangel an Mut. Der Hascher, hätte ich vorher drehen sollen. Gemälde für den Hascher. Oh! Oh nein! 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 Ja, 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 dann mach doch mal hier raus! Ich weiß nicht wohin! Karte! Karte! Wo kann ich mich verstecken? Ja. Ja, das Problem ist aber... Ist es natürlich die Scheiße, die Frage, ne? Da oben im Ecke ist doch noch ein... Oder? Oh, ich weiß nicht, wohin. Ja, renn! Hier, geht da? Oh, geht das hier? Ich, oh, jetzt verliere ich die Erika oder was? Das sieht dunkel aus, das ist nicht gut. Halt! Da unten ist ein Versteck. Renn, renn, renn! Okay, vergiss es. Wie hätte ich denn da jetzt so schnell irgendwo hinkommen können? Das ist doch scheiße, Alter.
Ja, leck mich doch, blöder Timer. Jetzt habe ich mal wieder ordentlich verkackt, passend. Scheiße. Oder dich. Ja, Alex, sie machen das mal gleich, ne? Oh, Alter, das ist doch scheiße gut. Das habe ich jetzt mal wieder verbockt. Scheiße. Ja, gut. Blöd gelaufen, kannst du dich ändern. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche viel Spaß. Wey!